Zwar bei mir dreht sich in diesem Jahr alles um Impulskontrolle und Frustrationstoleranz in meinem Trainingsbereich und da habe ich euch heute eine tolle Übung mitgebracht und zwar die Übung heißt Don't Cross the Line. Impulskontrolle und Frustrationstoleranz, so ein bisschen jetzt zum Einstieg in das Thema, ist enorm wichtig. Wenn Hunde die nicht haben und das nicht trainiert wurde, dann reagieren sie impulsiv. Also die haben noch nicht die Möglichkeit bekommen, über Training Reizen standzuhalten und wirklich ruhig und gelassen zu bleiben. Das heißt, es fährt vielleicht ein Auto vorbei und der Hund reagiert sofort darauf. Oder es kommt ein anderer Hund vorbei, er bekommt den Impuls hinzulaufen oder vielleicht auch zu bellen oder in der Leine zu hängen und reagiert sofort, wenn er diesen Reiz wahrnimmt. Und Hunde, die gelernt haben oder lernen durften über Training, Impulskontrolle und Frustrationstoleranz aufzubauen, die schaffen es deutlich besser, solchen Reizen standzuhalten. Und das ist eine ganz einfache Anfängerübung, diese Übung Don't Cross the Line, und die zeige ich euch jetzt. Was ich mitgenommen habe, ist der Tennisball, den ihr ganz vorne seht, und dann seht ihr vielleicht hinten, wo ich Wolke gerade hinbringe, eine grün-gelbe Linie, also ein Band. Das habe ich dort ausgelegt. Das ist im Prinzip die Line, also Don't Cross the Line. Sie soll hinter der Linie liegen bleiben und darf nicht zu dem Reiz vor der Linie. Vor der Linie halt der Tennisball, den sie total spannend findet, weil sie den eigentlich nicht darf. Aber super gerne, wenn die draußen irgendwo rumfliegen, weil meine Frau und ich Tennisspieler sind. Und da liegt schon mal ab und zu einer rum und dann, wenn sie den findet, dann flippt sie aus. Das heißt, ein sehr, sehr großer Reiz für sie. Und in dem Fall eine richtig gute Übung, um Impulskontrolle aufzubauen bei ihr und Frustrationstoleranz, weil sie halt nicht zu dem Ball hin darf. Und dann baut man die Übung so auf, dass man den Reiz immer ein Stückchen näher an den Hund legt. Und wenn der Hund es geschafft hat, dem Reiz standzuhalten, belohnt man ihn. Ich trainiere da mit einem Klicker. Das heißt, jedes Mal, wenn ich den Ball ein Stückchen näher zu ihr gelegt habe, bin ich dann wieder zu ihr zurückgegangen. Jetzt hole ich gerade Leckerchen, neue. Und klick sie dann ab, wenn ich bei ihr angekommen bin, und leg den Ball dann wieder ein Stückchen näher an sie ran, bis er letztendlich kurz vor der Linie liegt und sie ihn, wenn sie ihn nicht nehmen darf, beziehungsweise nicht genommen hat oder versucht ihn zu nehmen und einfach vor der Linie oder hinter der Linie liegen bleibt, dann hat sie die Übung erfolgreich gemeistert. Dann habe ich das Ganze nochmal gemacht, den Ball nochmal weiter weggelegt, stückchenweise wieder zu ihr hingelegt oder näher an sie ran, immer wieder abgeklickt, wenn sie die Übung erfolgreich gemeistert hat. Und so kann man die Übung Don't Cross the Line aufbauen. Das heißt, überlegt euch, welcher Reiz ist ja sehr reizvoll für euren Hund, den ihr dann einfach benutzen könnt. Wichtig ist, dass man dem Hund als Belohnung nicht den Reiz selber gibt, höchstens ganz am Schluss, wenn die Übung beendet ist. Man möchte dann, wenn man jetzt mit dem Dummy gearbeitet hat, könnte man dann noch mit dem Dummy arbeiten. Aber während der Übung bekommt der Hund den Reiz, den man auslegt, nicht. Also man belohnt ihn immer sekundär mit etwas anderem. Und das ist es eigentlich. Das ist die Übung Don't Cross the Line. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und liebe Grüße für euch. So, ich hoffe, die Übung hat euch gefallen, bringt euch ein bisschen weiter. Falls ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal für mehr Übungen. Besucht auch gerne meine Online-Hundeschule auf www.deine-hundeschule.com. Dann hören und sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und liebe Grüße. Tschüss, euer André und Wolke. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.